Okay, in diesem Video siehst du eine individualtaktische Analyse von einem Spieler von Milbertshofen, den ich im Einzeltraining trainiere, in der C-Jugend-Bayernliga gegen Schwaben Augsburg. Schwaben Augsburg zu dem Zeitpunkt erster Platz. Er steht momentan 0-0. Legen wir los. Hier Mucic mit der Nummer 2 hat Stürmer gespielt. Ja, das macht er eigentlich ganz gut. Da muss man halt erkennen. Jetzt, ja. Lupfer wird das schon gehen. Zack. Oder ein Pass auf Mucic, wenn er sich ein bisschen weiter aussetzt. Jetzt muss man halt erkennen, dass er den Pass nicht spielen wird. Und dann den Laufweg abbrechen und kurz kommen. Ja, das ist ein bisschen schneller. Eventuell. Wir hätten noch eine gute Aktion noch draus werden können. Ja, gut, den Ball erobert. Hätte man versuchen können, wieder entgegenzugehen, Ball eher flach. Dann, wenn er eben kurz vor dem auf dem Boden aufkommt oder während er auf dem Boden aufkommt, mit Dropkick mitzunehmen, erstmal flach zu machen. Okay, da springt der Ball da. War ein bisschen unsauber. Weil da ist auch die Frage, ob man mit Gegner im Rücken so aufdrehen will oder ob man einfach ihm klatschen will. Ja, muss nicht mal direkt sein. Man kann ja auch ihn erstmal ein bisschen kommen lassen. Einfach mit rechts, vielleicht sogar in die Richtung, den Ball mitnehmen. Innenseite, dann mit links den Pass spielen, drehen. Nochmal den Ball fordern. Ja, geiles Tor. Zum 1-0, glaube ich. Ja, kann man auf jeden Fall probieren. Schon geile Idee gewesen. Aber der Doppelpass wär wahrscheinlich tödlich gewesen. Hier rein. Ja. Aber der Ball springt schon wieder auf den Platz, ey. Aber es ist eine geile Idee. Vor allem, wenn man einen Doppelpass auch so ein bisschen antäuscht, muss halt aufs Tor gehen. Und am besten lange Ecke. Ja, tankt er sich eigentlich auch ziemlich gut durch. Ob das jetzt ein Foul ist. Ja, wir hätten auch hier wieder klatschen können, aber der vielleicht eher dazwischen lang. Also schon eine geile Aktion. Man muss noch bedenken, dass zwei Spieler da sind. Ja, eher nicht getroffen. Aber schwer zu sehen aus der Perspektive. Dann noch das 2-0 für Milbertshofen. Setzt er sich auch richtig gut durch. Oh. Okay, hier der Kontakt, den nach innen, da verliert er ein bisschen Zeit. Am besten wäre jetzt der Pass auf ihn, lang hier rein. Dann noch ein bisschen warten. Vor allem, weil der auch ziemlich weit außen steht. Der Pass geht auch, aber der muss halt dann auch sitzen. Ja. Ah, der Spieler hat doch hier schon. Da ist ja nicht mal so viel Tempo drin. Wir wollen auch nicht hier kurz kommen, in Richtung Tor. Aber muss man schief sehen und darauf achten. Weil das ist auch. Ja, eine gute Mannschaft spielt es aus.
Okay, dann zweite Halbzeit. Erstmal Schutzhaltung hier nicht so gut. Okay, jetzt verdeckt er das. Ja, ein bisschen zu spät. Muss man besser berechnen, wie man dann dorthin gehen will. Und dann die Schutzhaltung hier ist halt auch nicht optimal. Weil der nur antäuscht. Selbst wenn, dann kriegt man halt einmal in 100 Mal einen Ball vielleicht ins Gesicht. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber wenn man da den Ball erobert, dann vielleicht ihm hier sogar noch durchstecken kann und so wieder einen Torschuss. Also wichtig als Offensivspieler, wenn man auf jemand anläuft, ist nicht ausgetribbelt zu werden. Aber er setzt auf jeden Fall gut nach, muss halt den Pressball gewinnen. Da hätte er nochmal mehr nachsetzen können. Und da dann halt, ja, nicht nach vorne in die Richtung, sondern mehr Körper rein, linke Schulter zum Gegner, rechte Schulter Richtung Ball, mit der Außenseite dann hier den Kontakt weg. Ja, optimal wäre vielleicht gewesen, wenn er hier breiter gemacht hätte. Noch hier einen Doppelpass wieder spielen können. Hier ist ja auch Raum. Aber so geht's auch. Auf jeden Fall gut den Ball behauptet. Springt der Ball schon sehr. Muss man halt schauen, dass man kein Tempo verliert. Er läuft irgendwie auch nicht so richtig, sprintet auch nicht so richtig mit. Ja, okay, aber der zuckt auch. Hätte man auch jetzt hier nochmal nach innen ziehen können. Vor allem, wenn man jetzt nur von einem gestellt wird. Und dann hier abschießen. Er ist ja jetzt, hat abgefälscht ausgeschaut, der Ball. Na, versuchen vor den Gegner rein, früher zum Ball, früher in den Kopf reingehen. Einfach nur hinhalten. Wenn er dann nicht, ja, nur in Richtung Tor geht, aber immer noch eigentlich durch Seiten aus, kann ja vielleicht auch noch jemand anders hin. Okay, Laufweg können wir uns auch nochmal anschauen. Hier abgebremst. Okay, ah, da ist ja eigentlich schon eher. Entweder wäre es dann besser, wenn Mutschieb sich gleich richtig abgesetzt hätte. Und da läuft, wäre jetzt auch eher für den Steilpass. Wenn wir noch mit noch mehr Tempo noch breiter machen, vielleicht kriegt man dann den Ball, wenn man ihn fordert, eher. Da auch jemand zu Innenverteidiger doppelt anzulaufen, macht auch nicht so viel Sinn. Okay, Endergebnis 3-1 ist ausgegangen und deswegen ist Schwaben Augsburg dann auch nicht aufgestiegen in die Regionalliga C-Jugend. Ein bisschen schade für die, ja. Mai muss man auch gewinnen, wenn man Meister werden will. Die Liga war generell so, dass echt enorm viele Mannschaften eng beisammen waren und dann gab es vielleicht 4 schlechte Mannschaften und ein paar haben halt Fußball gespielt und die meisten haben halt mehr geschlagen.